Die La Liga-Saison 22/23 ist beendet mit Barca als Meister. Aber auch hier gibt es natürlich noch meine Reaktion auf meine Prognose von vor einem Jahr, wo ich eben getippt habe, welches Team letztendlich auf welchem Platz landen wird. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir fangen wie immer von hinten an und auf Platz 20 habe ich Rayo Vallecano. Ja, geil. Super kommen nämlich Start. In das schwierige zweite Jahr in der Liga. Letzte Saison wurde man ja als Aufsteiger nach einer überragenden Hinrunde noch Rückrundenletzter, also Letzter in der Rückrundentabelle. Die Klasse hat man dennoch gehalten. Der Kader um die Legende Radamel Falcao wurde kaum verändert. Man hat mit Torwart Diego Lopez und Florian Lejeune Erfahrung dazu bekommen für die Mannschaft. Auf der Trainerbank gab es jedoch keine Veränderung nach der schwachen Rückrunde. Und ich persönlich habe sie auch spielen sehen im Stadion in einem Testspiel in Freiburg. Und das fand ich schon ziemlich schwach. Da hat man 3:0 gegen eine halbe B11 quasi von Freiburg verloren. Und die besten Spieler haben eigentlich alle gespielt bei Rayo. Ja, perfekt. Rayo Vallecano, Digga. Wieder eine überragende Saison gespielt. Diesmal auch die Rückrunde. Ja, natürlich nicht ganz so stark wie die Hinrunde, aber nicht so krass eingebrochen. Und dementsprechend wurden sie letztendlich Elfter. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Und ja, Digga, super Start. Direkt mal 9 Plätze Differenz zwischen Tipp und Realität. Geil. Als nächstes habe ich dann auf Platz 19 den Aufsteiger aus Girona. Als Sechster der zweiten Liga ist man jetzt aufgestiegen. Man ist ja Teil der City Group und hat dementsprechend viele Spieler ausgeliehen von eben Mannschaften der City Group, wie eben größtenteils Manchester City. Und die machen halt auch den Großteil des Kadermarktwerts der Mannschaft aus. Ob diese Spieler jetzt direkt funktionieren und ob die ihre eigenen Interessen hinten anstellen für den Mannschaftserfolg, ist so ein bisschen fraglich. Zudem finde ich, ist der Kader mit nur 20 Spielern derzeit extrem dünn besetzt und auf manchen Positionen gibt es sogar nur einen Spieler. Und deshalb sehe ich die auf jeden Fall unten drin und auch als Absteiger wieder. Girona, Digga, ey. Girona wurde Zehnter, hat komplett überrascht als Aufsteiger, fast für die Conference League qualifiziert. Ja, perfekt, Mann. Direkt nochmal 9 Plätze Differenz. Also schlechter bin ich, glaube ich, noch nie gestartet. Auf Rang 18, also auch noch als Absteiger, habe ich Cardiff. Letztes Jahr hat man ja gerade noch so die Klasse gehalten. Die Transfers überzeugen mich nicht wirklich und ich empfinde den Kader auch als zu alt und deshalb sehe ich die auf jeden Fall ziemlich weit unten drin und wahrscheinlich auch als Absteiger. Na, sie haben es überlebt auf Platz 14. Da war es ja generell extrem knapp letztendlich zwischen europäischen Plätzen und Abstieg. Am letzten Spieltag vor allem gab es ja jeweils eine Konferenz für Europa und dann für Abstieg. War auf jeden Fall recht spannend. Cadiz war letztendlich 14. Und ich meine, das war so knapp, Mann. Letztendlich liegen die halt 2 Punkte vor dem Platz 18, auf dem ich sie getippt habe. Aber ja, was will man machen? Valladolid ist als zweiter Punkt gleich mit Almeria aufgestiegen und zeitgleich jetzt auch in meiner Prognose auf Platz 17. Auch wenn man ein paar wichtige Spieler verloren hat aus der Aufstiegsmannschaft, so konnte man für wenig Geld kluge Transfers tätigen, zum Beispiel mit Asenjo als Torwart und auch mit Escudero ablösefrei. Und man konnte auch Gonzalo Plata als Talent für die Hälfte seines Marktwerts holen. Im gesamten Kader ist, finde ich, ein guter Mix aus Erfahrung und Potenzial und so traue ich ihnen entgegen der Erwartungen anderer den knappen Klassenerhalt auf jeden Fall zu. Ja, sie wurden letztendlich ein Platz schlechter, 18. und sind abgestiegen, aber von der Tendenz her eigentlich echt gut getroffen. Auf Platz 16 sehe ich den RCD Mallorca. Man hat keine nennenswerten Abgänge, außer dem geliehenen Kubo, der jetzt wieder weg ist. Mit Muriki und Maffeo konnte man 2 Leistungsträger fest verpflichten und mit Rajkovic konnte man sogar einen Torwart mit einem Marktwert von 9 Millionen Euro für nur 2 Millionen verpflichten. Und daher sehe ich den Kader gut und denke, dass erneut der knappe Klassenerhalt für sie drin ist. Ja, es war mehr für sie drin. Sie wurden 9., haben auch oben mitgespielt. Ja, schade. Aber auch vor allem durch Kangin Lee und Muriki eine extrem starke Saison gespielt, muss man sagen. Mein Rang 15 ist Elche. Man hat da nämlich eine eingespielte Mannschaft, die jetzt mit der Verpflichtung von Ezequiel Ponce nun einen gefährlichen argentinischen Doppelsturm hat, zusammen mit Lucas Boyer, auf dessen Tore man gewissermaßen auch angewiesen ist, da er mit 15 Millionen Euro mit Abstand der wertvollste Spieler der Mannschaft ist. Elche ist letztendlich mit nur 25 Punkten abgestiegen, mit einem riesen Abstand zum Rest, brauche ich nicht viel zu sagen, war leider kein guter Tipp. Als erster aufgestiegen aus der zweiten spanischen Liga ist UD Almeria und die sind gleichzeitig auch mein Platz 14 in der Prognose. Der Kader ist vor allem extrem gut in der Breite für einen Aufsteiger. Es wurden wenig Leistungsträger abgegeben, dafür konnte man viele gute Neuzugänge verpflichten, unter anderem Top-Talent Kaiki aus Brasilien, Pacheco als starke Nummer 1, Leo Baptistao und auch zahlreiche weitere junge und auch entwicklungsfähige Spieler. Allen voran muss aber Top-Torjäger Umar Sadik überzeugen, der mit einem 18 Millionen Euro Marktwert mit riesigem Abstand wertvollster Spieler ist. Startet man gut in die Saison, traue ich ihnen zu, auf der Euphoriewelle zu reiten und für eine Überraschung zu sorgen.
Almeria letztendlich 17. knapp nicht abgestiegen. Man muss aber auch sagen, Sadik, den ich hier hervorgehoben habe, ist dann noch vor der Saison zu Real Sociedad gewechselt und hat das Ganze dementsprechend noch so ein bisschen verfälscht. Aber ja, letztendlich 3 Plätze Unterschied. Auf der 13 habe ich den FC Retafe. Nach einer schweren Vorsaison kann man diese Saison, glaube ich, ganz sorgenfrei bestreiten. Man hat zwar Oliveira an Neapel für 11 Millionen Euro abgegeben, dafür aber Mayoral von Real Madrid fest verpflichtet und man konnte auch Porto von Real Sociedad ausleihen. Ja, Retafe war wieder unten drin, letztendlich 15. Passt, glaube ich, von der Tendenz recht gut. Auf der 12 sehe ich dann Espanyol Barcelona, die letzte Saison eine gute Hinrunde gespielt haben, dann wiederum eine schwache Rückrunde. Die waren ja auch letztes Jahr Aufsteiger. Der neue Trainer, der jetzt da ist, ist letzte Saison mit Granada abgestiegen. Der Kader ist weiterhin gut mit Sergi Darder und vor allem auch mit Raúl de Tomás. Zusätzlich hat man nun auch noch José Lu dazugeholt, der ja die letzten Jahre auch immer für viele Tore sorgte, egal wo er spielte. Dennoch habe ich sie jetzt nur auf Platz 12, da ich Trainer Diego Martinez nicht ganz so viel zutraue. Ja, perfekt, Espanyol. Ich dachte damals sogar, dass ich sie schon recht tief tippe und schlecht einschätze. Sie sind abgestiegen als 19. Mann. Ey, krank, Mann, was ich hier für Scheiße getippt habe. CA Osasuna ist mein Platz 11. Der Trainer dort ist schon jahrelang im Amt, man hat einen guten und auch ausgeglichenen Kader und hat nur noch Moy Gomez dazugeholt von Villarreal und deshalb sehe ich sie im gesicherten Tabellenmittelfeld. Eigentlich kein schlechter Tipp, aber sie haben halt noch mehr überrascht, wurden 7., spielen höchstwahrscheinlich Conference League, wenn das Ganze durchgeht mit dem Urteil da, aber ist ein anderes Thema. Aber eigentlich guter Tipp, aber halt trotzdem 4 Plätze Unterschied. Weil sie deutlich besser waren, sogar wie ich es eingeschätzt habe. Dafür ist mein Überraschungsverein deutlich abgestürzt, aber da kommen wir später noch dazu. Soweit kann ich mich noch erinnern. Kommen wir nun also zu Platz 10 und jetzt wird es schon so ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt hier mal den FC Valencia. Der Kader hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert, aber jetzt durch den Abgang von Guedes zu Wolverhampton wurde er ein bisschen verschlechtert, da man ihn halt nur mit Castillejo von Milan ersetzen konnte. Anders wie viele andere finde ich, dass Gattuso kein schlechter Trainer ist und ich denke, er kann die Mannschaft schon in den Griff bekommen, die es ja im Grunde drauf hat, wie man an dem Pokalfinaleinzug aus dem letzten Jahr sieht. Aber sie haben es halt viel zu unkonstant gezeigt, wie eben letzte Saison in der Liga. Dennoch reicht es, glaube ich, nur für Platz 10. Ja, nur für Platz 10, Digga. Die wurden 16. fast abgestiegen. Aber ja, keine Ahnung, Mann. Valencia, Digga. Schwer einzuschätzen gewesen. Ich glaube, ich bin sogar nicht mehr allzu schlecht dabei, aber ja, trotzdem nicht gut. Laut meiner Prognose sehe ich auf Platz 9 Betis Sevilla, deren Höhenflug damit enden würde, aber ich würde ihnen auch genauso eine erneute Qualifikation fürs europäische Geschäft zutrauen, denn von Platz 9 bis 4 traue ich eigentlich allen alles zu und auch von Valencia oder Osasuna wäre ich nicht überrascht, wenn man letztendlich auch um Platz 7 mitspielen würde. Boah, das war gerade ein wilder Take. Betis wurde souverän 6., also deutlich zu schlecht eingeschätzt, geht jetzt aber sogar noch von der Differenz. Auf Platz 8 ist jetzt somit die größte Überraschung in meiner Prognose, aber für mich sind die Plätze hier halt extrem eng beieinander, wie ich schon gesagt habe. Und zwar habe ich auf Platz 8 tatsächlich den FC Sevilla. Ja. Der Kader ist definitiv gut, auch die Neuzugänge sehen auf dem Papier gut aus mit Isco, Tellez und Marcao. Dennoch muss man auf jeden Fall beachten, dass man mit Koundé und auch Diego Carlos seine Stamminnenverteidigung verloren hat und stand jetzt mit Rekik und Marcao nur 2 Spieler auf dieser Position im Kader hat und die sind beide jetzt nicht unbedingt auf dem höchsten Niveau, beziehungsweise Marcao noch nicht. Da muss man definitiv noch was machen und auch ansonsten sehe ich die Mannschaft von Trainer Lopetegui nicht ganz so stark, nachdem man auch in der letzten Rückrunde schon ein bisschen nachgelassen hat. Sevilla auf 8 war damals so ein kranker Call eigentlich von mir, weil ich glaube, die hat niemand außerhalb der Top 7, wenn sogar nicht der Top 4. Es war eigentlich ein kranker Guess, dass ich sie so schlecht getippt habe. Es sah lange so aus, als würden sie um den Abstieg spielen. Dann haben sie sich gefangen, haben sich hochgespielt, aber haben halt eben auch die Europa League gewonnen und deswegen wurden sie letztendlich nur 12., weil dann auch die Liga egal war. Also eigentlich ein echt guter Tipp von mir, aber halt trotzdem 4 Plätze Unterschied. Aber auch hier, es war so knapp da um die Plätze rum, die sind 2 Punkte hinter Platz 8, das war so knapp, Mann, aber kann man nichts machen. Auf Platz 7 kommt dann so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, da kommt ganz klar meine Überraschungsmannschaft, die ich so prognostiziere, denn auf Platz 7 habe ich Celta Vigo. Die haben nämlich nur Brais Mendes an Sociedad verloren und ansonsten konnte man mit den Laien von Oscar Rodriguez, Unai Núñez und Carles Perez, dem ablösefreien Transfer von Mingueza und der Verpflichtung von Top-Talent Svedberg aus Schweden richtig gute Transfers tätigen. Zudem hat man nun auch noch Paciencia von Frankfurt verpflichtet und ich denke, die Neuzugänge können sich nahtlos in die ohnehin schon gut besetzte Mannschaft um Iago Aspas einfügen.
Ja, war leider der falsche Überraschungstipp. Stattdessen wäre Osasuna besser gewesen, weil Celta Vigo war lange im Abstiegskampf oder halt bis zum Ende sogar, wurde dann 13. als Anführer, sage ich jetzt mal, der Gruppe, die um den Abstieg gespielt hat. Und daher noch ganz gut weggekommen mit 6 Plätzen Unterschied. Athletic Bilbao sehe ich auf Platz 6. Der Kader wurde nämlich kaum verändert. Dennoch glaube ich, dass man nun mit Trainer Ernesto Valverde, den ich für einen starken Trainer halte, aus Jahren im Tabellenmittelfeld wieder einmal ein Stück weiter vorne landen wird und um die europäischen Plätze kämpft. Man hat die spanische Nummer 1 im Tor mit Unai Simon und weitere Topspieler mit Inigo Martinez und auch Iñaki Williams. Außerdem kommt gerade so ein neuer Schwall an Top-Talenten aus dem Baskenland und ich denke, das können die sich zunutze machen und damit dann letztendlich auf Platz 6 landen. Na, Bilbao wurde 8. War so in dem Bereich, also eigentlich recht gut. Vielleicht ein bisschen zu gut eingeschätzt, aber passt eigentlich. Auf Platz 5 ist wieder einmal Real Sociedad. Der Trainer dort ist seit 2018 im Amt. Auf der Abgangsseite hat man nur Porto und Januzaj zu vermelden. Januzaj, dessen Vertrag wurde ja einfach nicht verlängert. Zugänge sind unter anderem Brais Mendes, Mohamed Ali Cho und auch Takefusa Kubo. Also wirklich viel Talent, das den guten Kader ergänzen soll. Entscheidend wird halt auch sein, wie schnell der beste Spieler mit Oyarzabal von seinem Kreuzbandriss zurückkehren wird. Real Sociedad wurde letztendlich 4., spielt nächstes Jahr Champions League, aber die Richtung war eigentlich recht stabil. Ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn ich mich recht erinnere, ich habe Platz 4 und 5 genau umgekehrt gemacht wie in der Realität und dazu kommen wir jetzt, müsste nämlich Villarreal sein. Auf Champions League Platz 4 habe ich den FC Villarreal. Ja. Der Überraschungshalbfinalist der vorherigen Champions League Saison konnte den Kader tatsächlich zusammenhalten, trotz dessen, dass man nur in der Conference League spielen wird. Man konnte vor allem Pau Torres halten und hat somit immer noch eine hohe Qualität im Kader mit Spielern wie Danjuma oder auch Gerard Moreno. Man konnte den Kader in der Breite mit Morales von Absteiger Levante verstärken, der letztes Jahr ja die Liga zerschossen hat. Ein bisschen Sorgen macht mir dann wiederum die Torwartposition, wo man Rulli als Stammtorwart hat, der wirklich nicht gut ist. Aber vielleicht kann man diesen qualitativen Abfall wieder durch die starke Mannschaftsleistung und durch die taktische Einstellung von Trainer Unai Emery auffangen und dann tatsächlich die Champions League Qualifikation über die Liga erreichen. Ja, also eigentlich auch ähnlich wie Real Sociedad von der Richtung her richtig, wurden dann letztendlich halt 5. Ich muss halt hier auch noch zu meiner Verteidigung sagen, ich konnte ja nicht ahnen, dass Unai Emery plötzlich ein besseres Angebot aus der Premier League kriegt von Aston Villa und dann halt einfach den Verein verlässt. Also das hat er auch noch so ein bisschen mit reingespielt. Ansonsten war es aber auch recht treffend analysiert, würde ich sagen. Der Kader von Atletico Madrid ist relativ unverändert, man hat Suarez und Hector Herrera abgegeben, dafür ist Morata von der Leihe zurück, Witzel wurde geholt und auch Nahuel Molina, der Rechtsverteidiger von Udinese Calcio und der argentinischen Nationalmannschaft. Ich denke, man wird ähnlich wie im Vorjahr nichts mit der Meisterschaft zu tun haben und eher um die Champions League Plätze kämpfen müssen, am Ende dann aber doch recht sicher Dritter werden. Boah, also das war eigentlich punktgenau haarscharf analysiert, muss ich sagen. Haben sich lange schwer getan, dann waren sie überragend, haben aber tatsächlich sogar um Platz 2 noch gekämpft, wurden aber letztendlich 3. recht sicher und ist eben damit auch meine einzige Punktlandung in dem Video. Bis jetzt, mal schauen, was noch kommt. Jetzt ist die große Frage, wer wird Zweiter und dementsprechend wer wird Meister. Auf Platz 2 habe ich den FC Barcelona. Ich denke, mit den Transfers an sich kommt man nicht dran vorbei, sie mindestens in die Top 2 zu tippen. Sie waren ja seit Xavi da, ist schon recht nah an Real dran in der Vorsaison. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne ihnen in dieser Saison einfach gar nichts nach all dem, was da jetzt so vorgefallen ist. Ich denke, auch deshalb wird man nicht Meister, denn da herrscht jetzt eine unnormale Unruhe, sei es durch De Jong oder andere finanzielle Geschichten. Die Offensive ist natürlich extrem gut bestückt, vor allem in der Breite. Das Mittelfeld ist aber zu unerfahren und auch die Verteidigung ist im Vergleich zu meinem Platz 1 qualitativ unterlegen. Ja, sie haben es letztendlich doch geschafft und somit liege ich auch hier mal wieder falsch. Barca und Real vertauscht und wir hören jetzt noch bei Real rein. Und mein Platz 1 ist natürlich Real Madrid. Als Champions-League-Sieger und auch amtierender spanischer Meister hat man keinen wichtigen Spieler verloren und zudem mit Rüdiger die Defensive qualitativ und in der Breite verstärkt. Tchouaméni wurde ebenfalls geholt als Versprechen für die Zukunft, wobei das Dreiermittelfeld Kroos, Modric und Casemiro halt einfach immer noch Weltklasse ist. Was ich auch im ersten Pflichtspiel jetzt im Supercup gesehen habe, stimmt mich positiv, dass man auch diese Saison ganz oben mitspielt in allen Wettbewerben, gerade mit der Weltklasse-Offensive bestehend aus Benzema und Vinicius Junior. Ja, Real also auf 1, interessant. Letztendlich war halt Barca dann doch vor allem konstanter, vor allem am Anfang der Saison. Und ja, die Defensive war echt stark bei Barca, muss man sagen, auch wenn ich es hier nicht unbedingt erwartet hätte.
Und letztendlich komme ich dann auf eine Summe von 76 Punkten, also was die Differenz von meinen Tipps und der Realität anbelangt. Und tatsächlich ist es hinten raus echt nochmal stark gewesen, dass ich da die Top-Teams so gut eingeschätzt habe. Ich komme nämlich auf eine Summe von 76, was tatsächlich echt gar nicht mal so schlecht ist, wie man jetzt nach dem Anfang hier denken konnte. Denn ja, in der Serie A, da war ich viel besser, auch in einer Liga mit 20 Teams. Ansonsten habe ich tatsächlich weniger Punkte wie in der zweiten Liga, obwohl die nur 18 Teams hat. Aber da war auch wirklich Katastrophe. Bielefeld, sage ich da nur. Ansonsten bin ich knapp besser wie in der Premier League tatsächlich. Und tatsächlich auch besser wie in der dritten Liga. Überrascht mich jetzt am Ende doch. Aber ich glaube, man hat auf jeden Fall gesehen, die Top-Teams habe ich extrem gut eingeschätzt. Und gerade bei den anderen Teams war es halt schwierig. Auch was die Überraschungsmannschaften anbelangt. Aber ich glaube, letztendlich kann man zufrieden sein. Aber ich schaue auf jeden Fall, dass ich für die kommende Saison es noch besser hinbekommen werde. Das soweit meine Reaktion auf meine La Liga-Prognose. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.